Herr Abgeordneter Wendelin Mölzer, Sie sind der Nächste, bitte. Bildungssprecher der Freiheitlichen. Herr Minister, Herr Staatssekretär, Hohes Haus, geschätzte Zuhörer, Zuseher vor den Fernsehbildschirmen oder vor den Livestreams. Wissen Sie, wenn ich meinem 4-jährigen Sohn erklären müsste, was eine beleidigte Leberwurst ist, würde ich ihm sagen, das ist der SPÖ-Parlamentsclub. Dort sitzen 10... Dort sitzen 10 abgewählte... Also hören Sie zu, dort sitzen 10... Die trifft Sie auch. Dort sitzen 10 abgewählte, abgehalfterte Minister, deren Politik oder Staatssekretäre, deren Politik abgewählt wurde. Und zwar zu Recht abgewählt wurde. Wo wir wissen, dass wir die letzten 10, 12 Jahre Stillstand hatten. Und das ist vielleicht Ihr Problem. Es ist nicht mein Problem, aber das ist Ihr Problem. Meine Damen, ich komme schon noch zu den Inhalten. Aber... Wissen Sie, das ist Ihr Problem. Sie können sich nur damit beschäftigen, beleidigt zu sein, alles besser zu wissen. Sie sollten in sich gehen und versuchen, sich neu aufzustellen und vielleicht wieder der Wählergunst zu steigen. Meine geschätzten Damen und Herren, das ist ganz lustig, was die Budgetfrage betrifft. Wir haben im November die Regierung, naja, lustig ist das, was Sie da machen, die Regierungsverhandlungen gehabt. Haben, glaube ich, ein sehr gutes Regierungsprogramm, vor allem auch im Bereich Bildung, zustande gebracht. Und ich habe in Erinnerung, nicht einmal wir wussten noch genau, wohin im Detail die Reise geht, da man sich ja zusammenraufen muss. Da hat die Frau Kollegin Hammerschmidt und die SPÖ schon gewusst, dass es Kürzungen im Bildungsbereich geben wird. Panikmache würde ich das nennen. Das ging dann weiter, sie haben vor ein paar Wochen gesagt, es gibt Kürzungen, Kürzungen, Kürzungen. Jetzt stehen wir heute da, oder seit gestern wissen wir, es wird keine Kürzungen geben, es wird mehr Geld geben. Ist natürlich blöd gelaufen, Frau Kollegin oder liebe Kollegen von der SPÖ, dass Sie sozusagen Ihre Panikmache da nicht aufrechterhalten können. Jetzt versuchen Sie halt, da die Dinge dann im Einzelnen malig zu machen, was aber wohl daran liegt, dass wir nicht Ihren Weg weitergehen, sondern einen anderen Weg gehen in diesem Bereich. Das ist ganz wesentlich, weil wir wissen, wie viel schiefgelaufen ist. Wir sparen Ihnen da die Fakten, wie viele Kinder nicht lesen können, Sinn erfassen und dergleichen fort. Also. Wenn Sie kritisieren, dass etwa, Kollege Strolz hat das auch schon gesagt, dass etwa der Integrationstopf ausläuft. Wir wissen, das war eine Maßnahme auf eine temporäre Maßnahme, eine Maßnahme auf Zeit, die dieser Flüchtlingswelle, die im Übrigen auch die SPÖ-Politik verschuldet hat, 2015 notwendig gemacht hat, die nicht auf Dauer gesehen war. Und wir wissen, meine Damen und Herren, dass wir jetzt mit diesen Deutschklassen, der Kollege Taschen hat das schon schön ausgeführt, Geld ausgeben, stattdessen, wo wir eine nachhaltige Maßnahme zur Integration schaffen, nicht nur für die Kinder, die zu uns gekommen sind, neu in den letzten Jahren, sondern auch für jene Kinder, die im Land leben und zu wenig und nicht ausreichend Deutsch können, wo wir wirklich eine ganz, ganz wesentliche Maßnahme setzen, die wir gesetzlich verankern, aber auch entsprechend budgetär ausstatten. Da haben wir halt das Problem, dass wir 12 Jahre SPÖ-Politik wieder gut machen müssen in diesem Bereich. Und da ist es halt nicht so einfach, von heute auf morgen, weiß Gott, wie viel Geld in die richtigen Kanäle zu bringen. Das wird einfach eine Arbeit werden der nächsten Jahre, wo wir auf jeden Fall viel Zeit brauchen werden. Kollege Taschen hat schon viele Punkte ausgeführt. Und Kollegin Hammerschmidt, Sie haben etwa behauptet, dass die Investitionen im Schulausbau fehlen. Da geben wir eine 500 Millionen Euro mehr aus etwa. Wir investieren in den Bereich der Lehre mit Matura. Es gibt mehr Geld für die Berufsschulen, um auch die Lehre generell zu stärken. Das ist natürlich nicht sozialistische Politik, das ist mir schon klar. Aber es ist die richtige Politik für für die Menschen in unserem Land und für die Kinder, die eine gute Zukunft brauchen. Keine Frage, es ist eben nicht alles perfekt. Aber um Seneca zu zitieren, non est ad astra mollis et terris via, der Weg zu den Sternen ist kein leichter. Wir werden aber diesen Weg auf jeden Fall gehen und versuchen, zu den Sternen zu kommen, für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Danke.